Willkommen zu Station News. Mein Name ist Matthias und ich möchte euch heute mein Raketentutorial zeigen. Ich habe eine Rakete gebaut und diese habe ich mit zwei Chips und vielen Extras am Laufen bekommen. Sinn und Zweck des Spiels ist, dass man vorher gewarnt wird über die Lichter, die an jeweils der Ecken stehen. Da und da. Wenn ich die Rakete starte, sollte das Tor aufgehen. Dann soll, also zuerst sollten die Lichter leuchten, kurze Zeit später das Tor aufgehen und dann sollte die Rakete herausfliegen. Da ich alles gebaut habe von der Rakete, also sprich ein Junk Miner, ein Ore Miner und auch ein Scrap Miner. Ja. Musste ich hier kühlen für den Eisminer. Diese Kühlanlage ist nicht korrekt, aber sie funktioniert für die Zwecke, die. Oh. Oh. Sie funktioniert sogar sehr gut, wie ich gerade feststelle, weil. Nice. Okay. Minus 119 Grad. Okay. Die werden mir nicht ja, kaputt gehen, die Erze. Ich mache das jetzt mal hier auf. Und dann fliege ich mal hier unten drin. Und dann sehen wir schon, ich habe einfach hier diese Fenster genommen und habe sie so dicht an der Rakete dran gebaut, dass die Erze, die gekühlt werden müssen, nicht auftauen können. Auf dem Planeten Mars oder auf anderen Planeten ist es ja halt so, dass man halt eine Kühleinheit braucht. Ja, also sonst tauen die halt auf und das wäre halt blöd. So, hier habe ich das so gemacht bei meiner Rakete, dass wir einstellen können, wie viel wir tanken wollen. Ich entscheide mich jetzt für 50.000 mpa, 48 habe ich drin. Das heißt, er packt Sprit dazu. Gehe ich runter, macht er gar nichts mehr. Er pumpt auch nichts raus, obwohl jetzt hier 46.000 steht. Aber er pumpt das Sprit nicht raus, sondern es bleibt da drinne. Und für ihn ist klar, er kann mit 46.000 Einheiten starten. Wenn ich das jetzt wieder auf 50.000 hochsetze, sehen wir schon, die Rakete würde jetzt nicht starten. Und wenn ich jetzt drücke, es passiert gar nichts. Aber wenn die 50.000 erreicht sind, dann wird die Rakete fliegen. Und das werden wir uns jetzt gleich angucken, weil die 50.000 sind ja auch gleich erreicht. Den Code packe ich wieder in der Videobeschreibung. Hier ist euer Storage, also wie viele Einheiten ihr mitnehmen könnt. Das wird automatisch angerechnet, wie viele Silos ihr habt. Es wird in prozentualen Schritten ausgegeben. Hier haben wir das Mode, also welche Stage gerade die Rakete ist. Wichtig ist eins fliegen. Ah, jetzt gucken wir uns erstmal das Schauspiel an. So, und da geht sie los. Wenn sie gleich im Weltall ist, dann gehen die Lichter aus. Das wird hier zugemacht. Ja, und das war's. Jetzt ist sie jetzt mal weg. Sie baut jetzt automatisch Erze ab. Ja, Besonderheit ist noch, dieser Taster ist ein Singleflug. Das heißt, die Rakete fliegt einmal, kommt wieder und fliegt nicht mehr. Wenn ich den Schalter aber persönlich auf anlege, also nicht, dass der automatisch über diesen Schalter auf on gelegt wird, dann ist es so, dass die Rakete losfliegt, wenn sie natürlich Treibstoff hat und so weiter und so weiter. Dann fliegt sie los, holt Erze heran, entweder wenn die zu wenig Treibstoff hat oder aber wenn das Lager voll ist, kommt sie wieder, liefert den ganzen Müll ab und tankt wieder auf. Und wenn sie das erreicht hat, fliegt sie wieder los. Ich kann aber jederzeit jetzt den Schalter umlegen und kann sagen, die Rakete soll wiederkommen. So, ich habe bei meiner Rakete gerade sechs Container dran. Das sind 3600 Einheiten, die reinpassen. Also 3600 Stacks. Und darum gehen die Prozentzahlen hier richtig langsam nach oben. Es ist aber verdammt viel Zeug, was die liefert. Wenn wir gleich so, ich sag mal, 4 bis 5% erreicht haben, werde ich die Rakete einmal manuell zurückholen, weil es einfach sonst zu lange dauert, um das zu zeigen.
wie die Rakete, wie lange sie weg ist, unterwegs ist oder sonst was, dass sie automatisch wiederkommt. Das könnt ihr mir glauben. Es ist hinzu so, dass ja, dass hier bei mir gerade alles temporär aufgebaut ist. Wir sehen hier noch das Gewächshaus, was ich gestern vorgestellt habe. Je nachdem, wann ihr das Video guckt, gestern. Ja, es sind einfach nur temporäre Einheiten, die hier stehen. Ich kann erst mal hier alles hier rauslassen, den ganzen Geschunder. Und ja, hier werden Gase drin gesammelt. Alles nur temporär. Es gibt, na toll. Es gibt keine Prüfung. Also es gibt keine Prüfung, ob das Ding jetzt hier voll ist oder so. Aber das möchte ich ja auch gar nicht in diesem Tutorial bringen. Ich möchte ja hier viel mehr andere Dinge zeigen. Ich habe es hier manuell so gemacht, dass hier automatisch alles verdampft und alles rausgezogen wird. Warum das N2 gerade hier nicht verschwindet, das wundert mich jetzt ein bisschen. Machen wir es mal anders. Das sind die falschen Filter da drin. Filter N2. So, jetzt wird der Tank auch noch leer gemacht. Wir wollen mal gleich gucken, wie viel sie so bei ein paar Prozent mit anliefert. Machen wir das mal hier komplett leer. Ja gut, komplett kriegen wir das wahrscheinlich gar nicht leer. Aber ist egal. Wir machen es so gut wie ihm leer. Man sieht ja jetzt schon, es ist ja nicht viel drinne. Wobei, Moment. Wir kriegen den ganz leer. So. In der Zeit kann die Rakete noch ein bisschen pflücken gehen. RTG. Und dann erkläre ich euch gleich auch noch die Schrauben, wie ich das eingestellt habe. So, dann machen wir den mal hier ritzeratze leer. In dem Zeitpunkt, wo die leer gemacht wird, dieser Container, dieser Tank, erkläre ich euch die Schrauben. Also, es muss ein separates Stromnetzwerk sein. Das erreiche ich hier mit den RTGs, deswegen habe ich keine Powerbank sitzen. Die sind halt für den Kreativmodus da. Naja, im Kreativmodus kann man halt einfach bauen, wer das nicht weiß. Auf D0 von IC Rocket packen wir die IC-Schaltung. Das ist dieser Chip. Und ansonsten kommt hier nichts weiter drauf. So, auf diesem Chip, auf den von der IC-Schaltung, da packen wir das LCD-Fuel drauf. Das ist bei mir dieses große. Dann packen wir das LCD-Mode drauf. Habe ich schon vorgestellt, das ist dieses. Und das LCD-Storage, das ist dieses hier. Dann packen wir da drauf das LCD-Set-Fuel, das ist dieses, wo man einstellen kann letztendlich, ne, wie viel Treibstoff man mithaben möchte. LED-Minable, das ist dieses. Ja, wenn das rot ist, hat er gerade keinen Berg zum Abbauen. Wenn es grün ist, hat er gerade einen gefunden. Teilweise geht es so schnell, dass es leider nicht umswitcht. Man könnte auch sagen, wenn das Licht an ist, ist die Rakete unterwegs. Alternativ. LED ready bedeutet, ob die Rakete halt ready ist oder nicht. Das ist dieses Licht. Momentan ist sie nicht ready. Warum? Weil sie weniger Treibstoff hat, als sie haben soll. Aber trotzdem bleibt sie oben. So. Das wird auf die Schraube gelegt. Die zwei ICs rein. Glücklich sein und es läuft. Jetzt haben wir die Rakete gleich tatsächlich schon zu 10% voll. Dann gucken wir mal, was hier drüben so los ist. Ach Gott, ich bin ja auch doof. Da ist natürlich Scheiße los, weil er alles reinballert, anstatt rauszieht. Ja, dann warten wir noch mal ein Stück. Tut mir leid, Jungs.
Ihr könnt den Code auch verwenden ohne die Lichter, also ohne das hier, ohne die Türen. Ja, das könnt ihr euch selber entscheiden, ihr müsst ihn nicht machen. Ich hatte aber Anfragen, wie man das am besten gestalten kann, beziehungsweise nicht optisch, sondern vom Programmcode. Und ja, das habe ich gemacht. Und das präsentiere ich euch jetzt auch. Kritisch. Ja, alles kritisch bei mir hier. Immer und immer, immer nur kritisch. Mach mal lieber voll hier. Ja, das sollte uns schon reichen für ein bisschen Rumfliegerei. So, 11% haben wir jetzt drin in der Rakete. Hier stehen übrigens ganz viele Icecrusher, die das zu Gasen verarbeiten. Ich glaube, das sind 11 Stück, die hier stehen. Oder 10. Ja, und hier generiere ich halt aus dem, was die Rakete mitgebracht hat, automatisch Treibstoff. Das ist jetzt kein Know-how-Setup, das ist einfach nur hingeschmiert, damit ich das hier testen kann. Oder testen konnte und programmieren konnte. So, jetzt haben wir das Ding auch gleich leer. Das ist schon mal schön. Dann können wir mal sehen, wie viel die Rakete so mitbringt, während sie ein bisschen unterwegs ist. Und leer ist er. Danke. Aus. Der ist leer und der Wassertank ebenso. Gut. Hätten wir das geklärt. So, jetzt hat die Rakete 12% schon drin. Ich hole sie jetzt mal zurück. Wir sehen schon, die Lichter gehen an. Jetzt müsste gleich das Gate hier aufgehen. Und dann müsste jetzt auch gleich die Rakete vom Himmel fallen. Wir sehen schon Mode 5. Bei Mode 6 kommt sie an. Dann verschwindet sie ins Loch da so rein. So, wenn sie angedockt hat, das dauert auch noch ein bisschen. Dann gehen die Lichter aus, das Tor geht zu und die Erze kommen auch schon an. Und sie bringt scheiße viel mit. Und wir haben jetzt gerade erstmal 12%. Ne? Also die Rakete ist jetzt nicht wirklich lange geflogen. Und da kommt der ganze Schunder da raus. Ja, guckt es euch an. Also die bringt schon ordentlich was mit. Und wenn ihr die voll tankt, und ihr könnt die auch größer bauen, als ich die habe. Ich habe halt einen Scrap Miner dran. Da für den Scrap Miner sind halt zwei Silos dran. Ich habe einen Ore Miner dran, für den sind ebenfalls zwei Silos dran. Und ich habe ebenso einen Ice Miner mit zwei Silos. Das macht halt ne, sechs Silos, 3600 Einheiten. Ihr könnt natürlich auch zweimal Ore Miner dranhängen. Ja. Oder ihr könnt zweimal Ice Miner dranhängen. Was ihr derzeit heute aktuell nicht im Spiel machen könnt, zwei Raketen bauen. Es funktioniert nicht. Ich habe es mit allen Mitteln versucht und versucht zu erzwingen. Es geht nicht. Das Spiel lässt es nicht zu. Es gibt immer Probleme mit irgendwelchen, ja, Batchwriting und mit anderen schönen Dingen. Ja, also ihr habt da echt Probleme, selbst wenn ihr die Rakete persönlich anspricht. Es gibt Probleme und Probleme und Probleme. Ist leider so. So, hier ist jetzt alles schon durchgeschreddert. Ja, und sie hat auch schön was mitgebracht. Das Problem ist, das sehen wir jetzt nicht, weil die Geräte, die habe ich jetzt vergessen auszumachen. Die blasen das in der Umwelt raus, weil das brauchen wir ja nicht. Ich generiere ja nur meinen Treibstoff über die Rakete momentan. Ja, aber ja, gut. Sei es drum. Nachgetankt hat sie auch schon wieder. Dann können wir die jetzt halt so starten und dann fliegt die halt permanent hoch, runter, hoch, runter und so weiter. Tschüss.
Was man noch dazu sagen könnte, wäre, was ihr noch braucht. Was ihr zwingend braucht. Hole ich sie mal wieder. Die braucht ihr mindestens. Die Pumpe geht zur Rakete hin und füllt den Treibstoff ein. Den Pipe Analyzer braucht ihr auch. Die werden aus dem Batch angesprochen. Das solltet ihr dran haben. Ja. Und das war's auch schon. Das ist die Rakete mit dem automatischen Silo. Oder mit dem Verschluss im Berg oder was auch immer, wo ihr die reinbauen wollt. Das könnt ihr euch selber aussuchen. Die Codes lege ich dabei, und ich verabschiede mich. Bleibt gesund. Bis bald, euer Matthias.